Servus Leute, zurück zu Let's Play Dr. Booms Geheimlabor, die Rätselspielbank von Hearthstone. So, Todeszone haben wir das letzte Mal geschafft. Jetzt geht's zum Spiegelbild. Habt ihr ein Auge für Perfektion? Oh ja. Klonen ist nämlich eine exakte Wissenschaft. Versuchsobjekt Nummer 362. Es ist Klonzeit. Spielt eure Diener so aus, dass auf beiden Seiten des Schlachtfelds genau die gleichen Diener sind. Okay. Kriegen wir das hin? Okay. Anduin gegen das Versuchsobjekt. Das Versuchsobjekt. Dann wollen wir mal. Ich bereite die Diener vor, Professor. Sehr gut. Jetzt versucht, eine exakte Kopie von den Dienern meines Versuchsobjekts zu machen. Ja. Einfach. Er beginnt wieder sehr einfach. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich ist immer der erste Gegner so zum Lernen der Mechanics. Oh, okay, Moment. Ja, das sieht auch nicht so schön. Achtung, hier könnte es brenzlig werden. Oh, nö. Wir hauen den da weg. Heilung. Manche Diener können sofort angreifen. Heilung ist das Zauberwort hier. Wenn ich nicht Damage machen kann, muss ich heilen. Was hier? Oh Gott. Nicht alle Hilfsmittel sind immer nützlich. Manche führen euch auf die falsche Fährte. Ja, weil ich die Elfenbogenschützen zum Beispiel nicht loswerden kann. Ziemlich einfach. So, hier gibt's eine neue Karte. Hier gibt's drei Karten. Manchmal findet man die Lösung erst, wenn man ein bisschen wühlt. Okay. Dich spiele ich auf jeden Fall. Ja, okay. Das ist eine Lösung. Ich kann ja das Board beeinflussen, von daher. Oh, okay, Moment. 6 Mana. Gute Arbeit. Gnome lassen sich ziemlich einfach klonen. Meistens jedenfalls. Ihr habt Talent! Vergesst diesmal nicht, meinen unwiderstehlichen Charme mitzuklonen. Okay. Ich darf den Yeti nicht töten. So, und ein Ding noch. Dann haben wir Gleichstand. Wobei, einen hätte ich wahrscheinlich... Ich hätte auch einen Boar überleben lassen können. Glaube ich. Egal. So, wir haben ein großes Boar auf der und ein Pinguin auf der anderen. Der muss sterben. Ja. Mein Schild für Argus. Dann negiert euch mal. Hey, das macht Spaß. Das, wie kriege ich den Bord? Wie kriege ich das andere Bild hin? Das ist so echt drei kleine Yetis. Heißt das, ich soll die Yetis überleben? Die müssen überleben. Oh shit. Okay. Wir haben links schon. Also theoretisch haben wir links einen mit. Ich kann. Kann ich den töten? Moment, also ich kann den ganz links töten. Dann haben wir hier schon mal Gleichstand. So, ich kann. Ja, ich kann den töten, dann meinen töten und seinen hochheilen. Ja, chillig. Bravo, ihr lernt schnell. Gleich werden wir herausfinden, was ihr wirklich könnt. Bring it on! Nummer 1. Wer ist mein nächster Gegner? Show me. Die kenne ich nicht. In eurem Arbeitsvertrag steht, dass ihr auch Luna helfen müsst. Was für eine Vergeudung. Dupliziert ihre Diener oder teilt sie, aber nicht durch null.
Ja, das lieber nicht. Wir wissen alle, was dann passiert. Alles geht zu Ende, wenn wir durch Null teilen. Und es klappt. Das ist das Schlimme. Gul'dan gegen Arwen. Arwen. Bildet die andere Seite. Ja, genau. Hey, könnt ihr euch das mal ansehen? Das tue ich. Vizoron so gewonnen. Also, sie hat 4 Tentakeln. Ich kann Tentakel machen. Ich kann Tentakel zerstören. Ich kann schauen, was für eine Karte da ist. Blutsauger. Mit Blutsauger kann ich eine zerstören. Das hat aber kaum Sinn. Ich kann damit eine killen. Dark Pact. Oh nö, doch, mit Blutsauger, das macht schon Sinn. Ich habe ja nur noch einen Mana dann. Aber ich hätte es auch mit Dunkelbombe und Düsterpakt machen können, habe ich gerade gesehen. So, explosiver Angriff. Irgendwie erhalte ich immer das falsche Resultat. Ja, das ist schon interessant. Also explosiver Angriff. Ich könnte mir vorstellen, den da links, den wollen wir nicht. Die Frage ist, kann ich meinen hochheilen? Also wenn ich dich töte, was passiert? Wenn ich euch töte, was passiert dann? Ah ja, gut, dann muss ich nur noch pingen. Oder hätte das spielen können? Okay, die Heilung... Vielleicht gibt es da auch eine Lösung. So, der Drache ist nur auf seiner Seite. Ich kann keinen Drachen produzieren. Das bedeutet, der Drache muss sterben. Den Drachen kann ich mit Schattenwort Tod und inneres Feuer loswerden. Ja gut, und dann renne ich nur noch die... Das ist dann... Ja, relativ einfach. Buffs und Zauber. Ich sitze seit Stunden an dieser Aufgabe. Seit Stunden? Ey, das solltest du dann besser machen. Ist die Frage, brauche ich den Wisp oder töte ich den Wisp? Eigentlich, ich töte den Wisp. Töte noch einen anderen Wisp. Buff meine hoch zu 3ern und mache einen kleinen. Wäre noch ein Zeichen des Lotus gewesen. Okay, Brandpfeile. Okay, mit Pfeilen muss ich irgendwas machen. Ich kann mit einem Pfeil den schon mal wegmachen. Mit das kann ich sie alle loswerden. Dann brauche ich noch einen Pfeil. Nein. Okay, das geht. Mit Ping kann ich auch mehr machen. Also, erstmal die gleich machen, dann die gleich machen und dann alles resetten. Oder? Das müsste... Ja. Genau. Okay. Okay. Immer schön dran denken. Punkt vor Strich. Das ist... Nein, ach, ich kann nicht angreifen. Wollte gerade sagen, das ist einfach. Oh, was haben wir hier? Günstige Konstellation. Ordnet eure Diener nach Leben. Ah, okay. Nach Leben. Ja. Aber ich habe bloß einmal Heilung. Ah, ich brauche aber auch bloß einmal Heilung, oder? Jetzt... Moment. Habe ich da vielleicht einen Fehler gemacht? Ja.
Das ist dann schon tricky. Oh, rumschieben. Das ist schon schwieriger. So, fangen wir nochmal bei 0 an. Also. Ja. Also, dass der auf 3 runtergeht und dann rüberrutscht, ist okay, aber dazu müsste der auch niedrig sein. Oh ja, ich kann ja sein Leben wieder verdoppeln. Oh, okay. Na, dann könnte es klappen. Also. So. Wir verschieben euch. Perfekt. Ich verdoppel sein Leben und dich heile ich. Ah, so ergibt sich ein Schuh daraus. Ich achte meistens nie auf das Mana, weil meistens gehe ich davon aus, dass ich genug Mana habe. Aha! Oh, das sollte... Das wird wahrscheinlich ein großes Feuerwerk. Also, probieren wir es mal. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Aha! Aha! Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. So, dann holen wir uns ein paar. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ja, noch mehr Karten. Aha! Aha! Oh, eine Münze. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufräumen, wahrscheinlich. Aha. Aha. Oh, oh. Aha, ich habe, glaube ich, falsch gespielt. Oh, ich hätte sie nicht alle auf der rechten Seite spielen dürfen. So, dann oh, nochmal. Da habt ihr euch wohl verrechnet. Ja, das ist richtig. Eines Tages werde ich so mächtig sein. Ich glaube, ansonsten hat es gepasst. Aha. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Aha. So, sie muss auf die andere Seite gespielt werden. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Aha. 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 So, 4 Mana. Also, die Yetis stören mich. Dann hat der auf der Seite einen zu viel und meine hat noch zu viel Leben. Katsching! Ihr seid unglaublich. Luna könnte eure Hilfe bestimmt gebrauchen. Sie ist in letzter Zeit komplett überarbeitet. Ja, dann sollte ich mal bei ihr vorbeischauen, nicht wahr? Vielleicht kann ich ihr bei ihrer Arbeit helfen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Was sagt Luna? Genug Zeit vertrödelt mit ihren Assistentinnen. Helft ihr und kommt wieder zurück zu mir. Helft Luna, die Sterne und ihre Diener in die richtige Konstellation zu bringen. Ah, das war jetzt nicht so schön. Das Konstellationsgetausche ist nervig. Oh, das ist komplizierter. Weil das eine Mechanik ist, die ist man halt nicht gewohnt. Jetzt spiele ich das Spiel schon seit Jahren und dann kommt so eine neue Mechanik, die überhaupt noch nicht davor kam. Das einzige Mal beim Schach musste man an Positioning denken. Bilde die andere Seite schon. Ja, genau. Da seid ihr ja. Komm, ich habe Arbeit für euch. So. Okay. Diese Sternbilder waren wunderschön, aber sie sind kaputt. Setzt sie wieder zusammen. Ja, wie kriege ich jetzt selbst eine 10-1? Ich könnte Confuse spielen, dann habe ich eine... Dann habe ich eine 4-5. Dann könnte ich... Und er eine 1. Okay, ich glaube, wenn ich... warte. Ja, doch. Oder... Ich kann nämlich ihn zu einer 2 machen. Ich kann dich hier vorne zu einer 2 machen. Also an einer Seite schon mal 2, dann machen wir Confuse. Dann kann ich mein Leben noch verdoppeln. Okay, das war gut. War noch nicht viele Möglichkeiten. Wenig Karten, wenig Möglichkeiten. Deutlich einfacher. Sternstunde. Die Sterne und Planeten müssen in der richtigen Konstellation sein. Puh, okay. Also, wenn ich ihn auf 3 runterhau, dann rutscht der schon mal rüber. Dann müsste ich dich auch auf
3 runterhauen? Ich kann alle hochheilen, also ist egal, was ich mit meinen mache. Dass ich meinen auf 3 runterhau, ist sehr sicher. Dass ich den auf 4 runterhau. Ich muss aber mehr als 4 haben. Ah ja, ich kann heilen. Dann hau ich dich runter, dann heile ich den da. Genau, jetzt müsste die Reihe richtig sein. Genau, und jetzt heile ich alle einfach. Well played. Oh, Überraschungsei. Die Möglichkeiten sind unendlich. Das befürchte ich auch. Eier, aus denen was rausploppt. Was? Ich vermute, dass ich selbst noch ein Ei drin habe. Ja. Okay. Ich habe auch noch ein Ei drin. Mal schauen, ob ich es brauche. Ich werde wiedergeboren wie die Sterne aus dem Staub des Kosmos. Oder wir erhalten eine weitere Chance. Warum bist du Russin? Egal. Mir egal. Was mir nicht egal ist, wir müssen jetzt weiterkommen. Ich kann mir vorstellen, ja, dass ich muss ja den Kobold und den Meatwagon loswerden. Das bedeutet, ein Ei muss ich ploppen. Und da drin dann auch dementsprechend die Viecher, das Viech killen. Das Viech killen schaffe ich. Ich mache ihm 3 Schaden, dann habe ich noch mehrere Möglichkeiten, das loszuwerden. Ich krieg dann ein Ei. Mein Gegner hat ein Ei. Wenn ich aber mit der Eule und Höllenfeuer... Ah, ja, das könnte passen. Also, wir versuchen das. Wir machen einen Diener zum Schweigen, weil ein Ei muss durchs Höllenfeuer vernichtet werden. Jetzt müssen wir ein Ei ploppen. Wahrscheinlich mit der günstigeren Variante. Dieses Ei, ja, da lassen wir die reinrennen. Ich kriege selbst ein Ei. Und durchs Höllenfeuer wird jetzt alles zerstört, außer die Eier, die ploppen zu Dinosauriern. Gut, was haben wir hier? Der Gegner hat irgendeine Karte. Symmetrie ist der Schlüssel zum Verständnis des Kosmos. Alles klar. Er hat einen War-Golem auf der Hand. Sieht aus, als kommt ihr nicht weiter. Nochmal von vorne. Warte ab. Wir müssen erst überlegen. Was sollte ich machen? Also, den Kriegsgolem. Macht vermutlich Sinn, den Kriegsgolem zu holen. Weil der Kriegsgolem den Kriegsgolem tötet. Dann werden die schon mal weg. Das Krokodil kriege ich nur weg, wenn ich es entweder in einen Oger oder in den Kriegsgolem, der beschworen wird, reinrennen lasse. Das bedeutet, die 2/6 ist nervig. Ich könnte aber wahrscheinlich die Oger irgendwann hochheilen. Dann habe ich eine dreckige Ratte auf dem Board, was übrig ist. Die kann ich mit Schatten, schmerzlos werden. Ich hätte doch besser einen Archivar einstellen sollen. Ja gut, ich kann nahezu alles spielen. Ja. Machen wir mal so. Wir spielen die Ratte. Töten sich jetzt gegenseitig. Jetzt muss ich die loswerden. Und jetzt muss ich entweder dich hochheilen oder mich kaputt heilen. Kaputt machen. Den darf ich nicht spielen. Den kriege ich nicht kaputt. Licht der Naru hilft mir nicht.
gehabt, wenn ich 4 gehabt hätte. Ah. Okay. Es war ein Fehler, den River Crocolis da reinrennen zu lassen, der jetzt nicht machen dürfte. Gewähre uns deinen Sieg. Sonst passt's aber. Wir werden erfolgreich sein. Ah, wir hauen dich. Wir holen die. Diesen. Da rennt das River Crocolis rein. Du auch. Wobei, ich hätte dich. Egal, jetzt machen wir es so. Lichtenaru auf dich. Dich weg und dich halt. Gab's da gerade eine alternative Lösung mit den Krebsgolems auf dem Board? Weil die wären 7-5er gewesen. Na egal. Schön. Die rastlosen 3. Wir sind immun. Was auch immer das bringen sollte. Ja, dass ich halt nicht ins Face mache. So, wir müssen es schaffen, dass ich muss 3 Zauber spielen. Ich muss 3 Zauber spielen und er darf 3 Schaden dadurch bekommen. Das bedeutet, hier haben wir einen Schaden. Genau, ich habe ja sowieso noch eine. Halt, der darf auch mehr Schaden erhalten, wenn ich ihn. Wenn ich es ausgleiche. Oh, ich muss ja 3 Schaden erhalten. Na gut, spielen wir mal. Halt. Soll ich fertig dich zuerst spielen? Oder dich? Was ist die nächste Karte? Da ist noch eine Karte drin. Ich kann ja auch mal meine Heldenfähigkeit nutzen. Moment. Ja. Los geht's. Und dann hau ich dich, dann müsste es passen. Yes. Okay. Eisige Winde. Es ist so schwer, die Wirklichkeit nachzubilden. Was ist das? Das ist die große Frage. Das sind 4, das sind. Ich kann einen heilen. Ich hätte mal dich aus der Mitte. Dann heile ich dich und hau einfach den an der Seite. Ging eigentlich. Schwer war das jetzt nicht. Danke. Tja, dann schicke ich euch mal wieder zurück zu Zerek. Ja, Zerek. Lass uns zu Zerek wieder zurückgehen. Und schauen, was er noch auf Lager hat. Sternschauer und Luna? Wobei, das eine war schon tricky. Aber sonst ging's. Zerek, was hast du zu bieten? Jetzt, da ihr ein wenig Übung habt, kommen wir zu einer echten Aufgabe. Ihr werdet mich klonen. Oh je. Uta gegen Zerek. So, Meister Zerek. Zeit, mich zu klonen. Na gut. So, was haben wir hier? Ah ja, 3-7. Bolvar muss also 3. Ich muss also 3 Viecher kaputt machen. Dann kriege ich Bolvar in exakter Größe. Dann machen wir das schon mal. Bolvar in exakter Größe. Und wenn ich jetzt Weihe spiele, dann stirbt doch der durch den. Das müsste schon gewesen sein. Derek, das war einfach. Gib mir mehr.
Ich habe gar nicht geschaut, was die eine Karte ist. Jetzt schauen wir mal. Feindlichen Diener. Das ist natürlich eine anspruchsvollere Aufgabe als Gnome und Sterne. Ach du Schande. Ach du Schande. 10 Mana. Vermutlich müssen wir einen der Giants übernehmen. Aber was spielen wir sonst? Verwirren bringt nicht viel, wenn der nicht geheilt wird. Einen Clown möglich. Wenn ich aber dann habe ich da ein günstigeres Clown. Und dann könnte ich damit Clown, aber das ist zu teuer wahrscheinlich. Andererseits, die müsste ich ja sonst töten. Halt. All eure vorherigen Arbeiten. Ich kann sie auch klauen. Mal sehen, ob das funktioniert. So. Wartet. Wenn ich das spiele, habe ich noch. Ich sollte dich, glaube ich, heilen. Ich hätte dich wahrscheinlich dann vorher schon spielen müssen. Nein. Wenn ich eine klaue, rutscht sie nach rechts. Okay, also kann ich dich klauen? Confuse? Gehorcht. Bumm. Geschafft. Das ist schon schwierig, eh? Da muss man schon nachdenken. Oh Gott, Gastfreundschaft. Besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Also im Idealfall tötet man so schnell wie möglich alle, weil sonst wird es unübersichtlich. Was haben wir für Möglichkeiten? Ich kann 2 Schaden mit Schildschlag machen. Damit töte ich eine. Wenn ich... Damit mache ich bloß 1 Schaden. Das bringt mir nichts. Besonders bei gegnerischen bringt es mir gar nichts. Whirlwind würde bei mir 1 und bei ihm 4 entstehen lassen. Die kriege ich dann immer weg. Hinrichten ist auch eine Möglichkeit. Wahrscheinlich... Hinrichten ist genauso gut wie Schildschlag, weil... maximal 2 gemacht werden können. Die haben ja bloß 3 Leben. Gebt jetzt nicht auf. Ihr habt es so weit geschafft. Ich will auf jeden Fall die erstmal loswerden. So, dann will ich, dass wir Gleichstand haben. Zumindest auf einer Seite. Ja, das ist gut. Dann nämlich mache ich die weg und spiele nochmal Whirlwind und dann haben wir Gleichstand. Insgesamt. Kommt alle her! Ist einfacher als gedacht. Schön. Oh. Todesschwingen-Dilemma. Ich weiß. Es ist schwer, etwas zu duplizieren, das bereits nahezu perfekt ist. Ja. Günstige Konstellation wieder. Das kannst du mal grandios vergessen, dass ich das hier machen muss. Da blickt ja kein Mensch durch. Vermute eher, der Pyromancer muss alles töten, oder? Wir haben Confuse, um ihm mehr Leben zu geben. Generell, das machen wir sogar weniger Leben. Er hat mehr Leben. Confuse ist gut. Verwirrend. Also, der Pyromancer muss wahrscheinlich alles töten. Hat er schon mal angefangen. So. Dann... Was als nächstes? Das kann ich nicht spielen, nicht jetzt zumindest. Wir dürfen irgendwas hitten. Wir müssen jetzt aber heilen, Blitz heilen. Da ich sowieso 3 brauche, sollte ich es wahrscheinlich so spielen. Ich spiele jetzt erstmal diese Karte. Spielt ihr gern mit Feuer? Ähm,
Soll ich dich nochmal heilen? Doch. Einmal heilen kann ich dich noch? Und jetzt alles wegmachen. Schön. Das war ein bisschen... Ja, da muss man aufpassen. Aber prinzipiell war da nicht viel falsch zu machen, glaube ich. Das ist was Neues. Brutapparat. Wählt einen Diener Todesröcheln, ruft eine Kopie davon herbei. Also prinzipiell kriege ich, egal was ich wähle, eine Kopie davon. Wahrscheinlich eine Dirty Red. Was? Vertauscht eure Hand mit eures Gegners. Was hat er? Dirty Reds. Okay. Macht eine kleine Pause. Ordnet eure Gedanken neu und dann fangt noch einmal von vorne an. Nee, wir müssen die Rattenplage hinbekommen. So, wie am besten? Wir können... Das ist... 5 Mana ist zu teuer. 5 Mana ist absolut zu teuer. Die muss sterben. Wahrscheinlich mit... Ja. Die kriegen wir irgendwie tot. Gut, dann holen wir erstmal... Die kriegt ja Schaden. Also meine kriegt Schaden. Vielleicht sollten wir erstmal so machen, als hätte ich 2 Dirty Reds gespielt. Oh. Jetzt könnte ich, glaube ich, einen Fehler gemacht haben. Nee. Das ist okay. Ich will einfach eine Kopie davon. Okay, jetzt brauche ich ja bloß noch... Muss ich dir Charge geben? Allen nochmal einen Whirlwind? Oh, ich kann die Dirty Red Gun spielen. Ah, da habe ich was falsch gemacht. Okay, da habe ich was falsch gemacht. Da war wahrscheinlich ein Whirlwind zu viel. Nicht jeder Weg führt zur Perfektion. Versucht es noch einmal. Jetzt hat sie 2,5. Noch einen Whirlwind. Ich mache eine Kopie davon. Wenn ich noch eine spiele... Dann kriegt die kein Damage. Wenn ich noch eine spiele, kriegt sie kein Damage. Also muss ich das am Ende machen. Exakt. Bis ins kleinste Detail. Moment. So machen. Kopie davon. Das ist, glaube ich, immer noch falsch. Wobei, nee, das geht. Das müsste sogar sein. Okay, ich spiele jetzt noch einen. Und die rennt da rein. Boah. Na, das war schon kompliziert. Großartig. Ich werde bei Dr. Boom ein gutes Wort oder auch 2 für euch einlegen. Danke, Zarek. Danke. Sehr schön.
Natürlich nicht gleich jetzt. Sagt einfach, wenn ihr Zeit habt. Ja, Dr. Brumm, geh weg. Die Zeit nehmen wir uns ein anderes Mal. Ein anderes Mal nehmen wir uns die Zeit hier mit deinen Spielchen. Als nächstes steht aber erstmal Tabula Rasa an. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.